Im Herbst ist es wahrscheinlich soweit, dann soll der TEE wieder fahren. Nach Bedarf auch durch Kassel. Ich bin jetzt hier in der Bahnhofskneipe Gleis 1. In einem anderen Zug können Sie sich schon jetzt voll in die 50er Jahre zurückversetzen lassen. Ich sage nur Tor, Tor, Tor. Als die deutsche Nationalmannschaft vor 50 Jahren die Ungarn besiegt hatte, fuhr sie mit diesem Weltmeisterzug quer durch die Bundesrepublik, überall umjubelt. Ein kleiner Junge in einem hessischen Dorf freute sich ganz besonders. In seiner Fantasie war er mit nach Bern gereist. Später wurde er ein berühmter Schriftsteller und schrieb genau über diesen Tag ein Buch. Werder, 4. Juli 1954. Der Sonntag beginnt wie jeder Sonntag mit lautem Geläute der Kirchturmglocken von Werder. Sie wecken auch den 11-jährigen Friedrich Christian Delius, Sohn des Pfarrers. Ein Leben ohne Glocken, ohne den Feiertag, ohne christlichen Stundenplan, voller Gebete und Gesänge, konnte ich mir nicht vorstellen. Noch weniger jemals dem alles überragenden, allgegenwärtigen Auge Gottes zu entkommen, das irgendwo im Himmel hing und alles sah und nicht gesehen wurde. Der im Pfarrhaus von Werder groß gewordene Schriftsteller Delius lebt heute in Berlin. Die berühmte Fußball-Radio-Reportage vom 4. Juli befreit ihn für kurze Zeit vom Regiment des Vaterpfarrers. Ich hatte diesen wortmächtigen Vater, der als Pfarrer das Wort vertrat. Und mein Schreiben ist eigentlich aus dem Widerstand gegen dieses Machtwort, gegen die Machtworte entstanden. In dem Buch Der Sonntag, an dem ich Weltmeister wurde, erzählt Delius aus seiner Kindheit. Jesus wollte auch mich fischen, mich angeln oder im Netz aus meinem Element holen und ersticken lassen in der Luft. Und ich dachte nur, was will er von mir, diesem kleinsten der Fische, ausgerechnet von mir, dem Kind? Aber ich war ja schon bei ihm. In fast allen Räumen, in denen ich mich bewegte, war er sichtbar auf Bildern und Kreuzen, unsichtbar, anwesend und gab keine Ruhe. An diesem besonderen Sonntag im Juli 1954 beschäftigt ihn nur eines. Sind die Ungarn zu stoppen? Das war die entscheidende Frage. Ich wollte hinaus auf die Felder und Fußballfelder oder sofort die Übertragung im Radio hören. Wenige Stunden noch, die Spannung auf das Endspiel wuchs, ich kämpfte sie nieder, gefangen zwischen Gottesdienst und Mittagessen. Der Junge liebt das Fußballspiel. Es ist seine Zuflucht vor den dörflich-religiösen Ritualen, die ihm überall begegnen. Deutschland im Endspiel der Fußballweltmeisterschaft. Das ist eine Riesensensation. Das ist ein echtes Fußballwunder. Ein Wunder, das allerdings auf natürliche Weise zustande kam. Und dass wir dem Fußballverstand... Ich vertraute mich der fremden Stimme an, die geschmeidig und erregt die Begeisterung von Silbe zu Silbe trug. Und als die Namen Fritz Walter und Rahn fielen und ein erster gewaltiger Schuss, den der Reporter mit einem wuchtigen Stimmstoß nachahmte, zuckte mir der rechte Fuß. Das Wunder war da. Es gab eine direkte Verbindung zum Spielfeld in Bern. Unser Stopper, unsere Betonwand. Und wenn sie einmal nicht dicht hält, dann steht dahinter Turek und rettet. Und Ungarns Sturm. Kosic müsste schießen. Nachschuss, Puskas, Tor! Ich fasste es nicht sofort, völlig überrascht. Und das Schlimmste an der Enttäuschung über das Tor war, dass ich mich ertappt fühlte, weil ich dazu beigetragen hatte. Mein Hochgefühl am Radio in Werder hatte auf dem Spielfeld in Bern den Gegenschlag ausgelöst. Immer wieder stürmen die Ungarn gegen das deutsche Tor. Und jetzt Tor! Tor! Was wir befürchtet haben, das ist eingetreten. Ungarn führt mit 2:0. So kann es nicht weitergehen. Der zu seinem Clubkameraden Fritz Walter, von dort zu Rahn, Rahn und Tor! Tor für Deutschland! Tor! Im Spagatschritt warf sich Maxl Morlock aus Nürnberg in die Schussbahn und mit allerletzter Kraft schiebt er den Ball am ungarischen Torsteher Grosic vorbei. Ein Spagatschritt von Morlock schoss wieder alles weg, was ich gerade gedacht hatte. Das Tor stieß die Hoffnung wieder an, nicht völlig unterzugehen. Heute spielt Deutschland stärkstes Aufgebot. Tor! Tor!
Und im Abklingen des Echos dieser Rufe begann ich auf die schüchternste Weise zu ahnen, was für Schreie das waren. Eine neue Form der Anbetung, ein lästerlicher, unerhörter Gottesdienst. Kurze Pause und Erfrischung in den deutschen Kabinen. Die Wortschöpfungen des Radioreporters Zimmermann versetzen den Elfjährigen immer größeres Erstaunen. Den Ball in den deutschen Strafraum hinein. Schuss! Abwehr von Turek! Turek, du bist ein Teufelskerl! Turek, du bist ein Fußballgott! Und doch gefiel mir, noch immer gebannt vom Nachklang der drei Silben Fußballgott, dass dieser Gott sehr menschlich war, dass da Götter statt blutend am Kreuz zu hängen für mich im Tor standen oder Tore schossen, sich abrackerten im strömenden Regen. Und Boczek, immer wieder Boczek, der rechte Läufer der Ungarn. Am in Ball. Werder drückt einer die Daumen so fest er kann und es scheint zu helfen. Kopfball abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt! Tor! 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 Wenig später der Schlusspfiff. Aus, 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 aus! Das Spiel ist aus! Deutschland ist Weltmeister, schlägt Ungarn mit 3:2 Toren im Finale in Bern. So leicht fühlte ich mich nie, und unter dem pulsierenden Siegesgefühl lag eine tiefe, verzweifelte Ahnung, was es heißen könnte, befreit zu sein von dem Fluch der Teilung der Welt in Gut und Böse, und einmal ungebremst Ja sagen zu können. Da hat es ein Junge aus dem hessischen Werder geschafft, in seiner Fantasie nach Bern zu reisen und wirklich dabei zu sein. Ich griff in die Lindenäste, atmete den schon abgeschwächten Blütenduft ein, klammerte mich an die Hoffnung auf die Fußballgötter und wünschte, dass mir der Sieg nie zu nehmen sei. Bern war in mir, ich war Weltmeister, der glücklichste von allen, glücklicher vielleicht als Werner Liebrich oder Fritz Walter.